Hallo, nochmal etwas zu den Materialien der Außensohle bei den InnoVate-Schuhen. Die meisten Modelle, wie dieser F-Lite 311 zum Beispiel, kommen mit dem Sticky Rubber. Dieser Gummi ist klebriger und griffiger, als man es bei den meisten Schuhen sonst kennt und unterstützt damit die Verzahnung des Profils mit dem Untergrund natürlich etwas besser. Die Haltbarkeit ist ausgelegt auf rund 600 Offroad-Meilen, das heißt rund 1000 Kilometer im Gelände. Wie das aussehen kann, sieht man an meinem F-Lite 311. Der hat allerdings auch schon 1400 Kilometer hinter sich. Es gibt ein paar Modelle, die kommen mit dem Endurance Rubber, wie zum Beispiel der Rocklite 315. Da ist das Gummi nicht mehr ganz so klebrig, ist aber entsprechend haltbarer. Und hier geht man von einer Haltbarkeit von rund 1000 Offroad-Meilen aus. Ebenfalls ein Vergleich mit meinem Rocklite 315, der hat jetzt gut und gerne 1300 Kilometer geleistet. Darüber hinaus gibt es dann noch die Fusion-Sohle. Hier gibt es in dem Sinne keine Außensohle mehr. Hier sind Mittelsohle und Außensohle eine Einheit. Und zwar trifft das zu bei den minimalistischen Modellen für das Barfußlaufen und eben für den Wettkampfeinsatz, weil hier es um die Gewichtsersparnis geht. Die sind dann von der Haltbarkeit ausgelegt auf rund 300 Meilen, sprich 500 Kilometern. Wie gesagt, es sind dann halt Schuhe mehr für den speziellen Trainingseinsatz und den Wettkampf.